Hey Leute, da mir heute so ein bisschen die Zeit zum Schneiden gefehlt hat, habe ich mal dieses ganze Gedöns von wegen, was in der letzten Folge geschah und so weggelassen, weil das unheimlich viel Schneidearbeit ist teilweise. Ich bitte dies zu entschuldigen, morgen aber alles wieder wie gewohnt. Wie gesagt, das hat heute einfach nur zeitliche Gründe und das wird nicht zur Gewohnheit. Ab morgen dann übrigens auch eine ordentliche Endcard dabei. Viel Spaß bei diesem Part. Willkommen zurück zu Minecraft Wasteland. Heute mehr oder weniger alleine, denn Moller ist zwar da. Hi. Hallo. Aber er wird nicht mit auf den Server kommen. Oh, Sahi ist gerade wieder runter. Dann würde ich sagen, weil er hat jetzt, ich muss dazu sagen, also er ist ja in der letzten Folge gestorben, wie ihr bei mir gesehen habt. Mhm. Bei ihm werdet ihr das auch sehen. Allerdings wird die Folge dann praktisch, er wird sie alleine aufnehmen. Er darf nämlich nach diesen 10 Sekunden Join tot, darf er direkt hinten dran noch eine Folge setzen. Genau. Er muss allerdings jetzt die 2 Stunden Server, den 2 Stunden Server-Bann aussitzen. Armer Molly. Und was ich aber jetzt, ja, aber, ja, Regeln sind Regeln. Genau. Und wir hoffen jetzt mal, dass Sahe die Uhrzeit für das Screenshot machen nicht geändert hat. Wir gehen nämlich jetzt mal auf den Server und hoffen, dass es Tag ist. Bitte, bitte, bitte. Das wäre sehr nett. Lieber Sai, wenn du drauf geachtet hast, die Uhrzeit nicht zu ändern. Und draußen verbrennt gerade alles. Es regnet! Nein! Oh nein! Ah. Ja, leckt mich doch. Was für ein Pech muss. Wobei, es ist gut, wenn es regnet und ich im Chunk bin. Ach so, wir kriegen jetzt Wasser, Leute. Den Barrels rum? Ein Barrel hattest du aufgestellt. Genau. So. Leider nur einen. Wenn ich ja Wolle oder sowas hätte. Aber es ist hell, das ist schon mal was. Hm. Ja, Hilfe. Okay. Der Zombie steht vor der Tür. Gut, was habe ich denn noch an Holz? Nichts mehr, weil ich aus Versehen 2 Türen gemacht habe. Denkst du dran, meine Sachen irgendwo reinzupacken? Ja, dafür brauche ich erstmal Holz. Ach so. Ah. Der Regen ist jetzt doof. Sonst hättest du die Sachen schon holen können, oder? YOLO. Okay, Leute, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss gerade jetzt, dass mich nichts angreift. Es regnet, das finde ich nicht so gut. Ich schnappe jetzt ein bisschen Monster-Shaki. So, und wir gehen einen großen Bogen um diesen Monster hier herum, die wir hier haben. Und wir sehen hier, das Fass füllt sich langsam mit Wasser. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich werde jetzt schon mal die Sachen wie Werkbänke, wie die Schablonen, Stanzer und sowas, die werde ich jetzt langsam mal nach und nach abbauen und nach oben bringen. In unsere neue Base sozusagen, in unseren Bunker. Mhm. So, das Essen ganz wichtig. So. Und schon ist mein Inventar leider voll. Hm. Ah, Leute, es ist echt ein bisschen ätzend gerade, muss ich sagen, dass es regnet. Aber auch für uns echt cool, denn ein Barrel haben wir. Und ich glaube, es wäre vielleicht nicht das Verkehrteste, noch einen hinzustellen. Noch ein paar mehr hinzustellen sogar. Ah. Wie baut man diese Barrels eigentlich? Einfach wie einfach wie ein U aus, aus Holz. Genau. Gut, dann kann ich nämlich noch 2 bauen. Erstmal aber die Kiste aufstellen hier. So, und Moment, die Tische hier können wir gleich alle aufstellen. So, Leute, also wie gesagt, es tut mir persönlich jetzt gerade leid. Oh, wir haben Kupfererz! Das kann man doch jetzt mit ein bisschen Holz schon mal einschmelzen. Ja?
Ich nehme jetzt einfach mal diese Cropsticks. Die brennen doch bestimmt auch, oder? Nee, leider nicht. Ich habe halt jetzt nicht mehr so viel Holz gerade. Aber erstmal stelle ich die beiden Barrels auf, die ich gerade gemacht habe. Aber Kupfererz kann man ohne den Ofen ja. machen? Ja, ja, ja. Also nicht ohne den Ofen. Also du kannst Kupferbarren mit dem Huch, nein. Du kannst Kupferbarren ganz normal mit dem Ofen machen. Ach so. So. Gut. Zack und zack. Sehr schön. Dann kann ich nämlich mal versuchen, meine Spitzhacke schon mal reparieren, um zu modifizieren. Ja, ich muss sie erstmal reparieren. Logischerweise. Ach, halt. Ich habe ja auch gerade. Gut, deine Sachen sind in der Kiste ganz unten rechts dann. In der neuen Butze? In der, ja, ja, in der neuen Butze. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Kies, um mir ein paar Feuersteine zu machen. So. Alles klar. Haben wir noch irgendwas, was wir verbrennen können? Die Holztür zum Beispiel, die ich zu viel gemacht habe. Die brennt allerdings nicht. Die kann man nicht nehmen. Schade. Ach, shit. Und das hat gerade aufgehört zu regnen. Das ist ärgerlich eigentlich gerade, aber ist okay. Dann bin ich zumindest erstmal ein bisschen sicherer. So, Leute, dir geht's gut, ne? Ja, ja, mir geht's, gut. Aber denk dran, trotzdem aufzupassen, wenn du rausgehst, weil das Problem ist ja manchmal, das hatten wir, ich glaube, in der 4. Folge, wo diese Riesen, also diese super starken Zombies sind, die brauchen natürlich auch Ewigkeiten, um zu verbrennen. Ja. Und wenn da einer da ist, dann kann er dich trotzdem treffen. Da haben wir die Kupferbarren. Hast du eigentlich dein Ding auf Englisch oder auf Deutsch gestellt? Auf Deutsch. Okay. Der Hauptweg, um deine Werkzeuge zu reparieren und sie zu ändern. Platziere ein Werkzeug und ein Material auf die linke Seite, um zu beginnen. Ja, aber ich habe doch jetzt... Moment, wie kann ich jetzt genau... Ich muss doch das hier an der Werkzeugstation machen, oder? Ja... Geht nicht. Warte mal. Ich habe jetzt hier ein Kupfer und... Fehlt da noch irgendwas? Gute Frage. Kann es sein, dass man die gießen muss? Das kann sein. Ich glaube, das macht sogar Sinn, weil du kannst ja normal nichts mehr craften. Das ist so richtig. Ja, aber ich bin ja an der Werkzeugstation. Naja, aber du musst eine Spitzhackenform haben. Und da musst du dann das Kupfer reingießen. Wenn du die Kupferspitzhacke machen willst. Siehst du? Ach, warte mal. Ich kann ja... Ich würde jetzt gerne mal gucken, hier die Flintspitzhacke. Wo haben wir sie denn? So, hölzerne Spitzhacke, Eisenspitzhacke, gebundene Spitzhacke... Feuersteinspitzhacke, Kaktusspitzhacke. Wo haben wir sie denn? Hallo. Kupfer. Teile können ersetzt werden. Okay. Ach, Kupferspitzhackenkopf. Siehst du mal, Kupferspitzhacke. Okay. Ich werde jetzt was versuchen, und zwar muss ich dafür mal in unsere alte Butze. Wie sieht es denn mit diesem Wasserbarrel aus? Ich meine, wenn wir zwei Eimer Wasser zusammenbekommen, können wir uns eine unendliche Wasserquelle schon mal machen. Das wäre auf jeden Fall eine... das wäre auf jeden Fall schon mal gut, wenn wir das könnten. Das stimmt, ja. Wenn wir immer an Wasser rankommen, wenn wir es benötigen. Nehme ich überhaupt auf? Aufnahme stoppen? Ja, okay. das nächste ist, dass wir gucken müssen, dass wir unsere Spitzhacken auf jeden Fall verbessern können. Ah. Ach shit, jetzt habe ich die Schablonenbox unten vergessen. Na, macht jetzt erstmal nix.
Das war meine, ja. Okay, das war meine. Gut, 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 gut. Steinspitzhackenkopf. Können wir ja nichts mit anfangen. Dann nehme ich jetzt mal diesen Spitzhackenkopf. Nehme mir etwas. Ich muss da gleich nochmal in das Video von Flu reingucken, glaube ich. So, wenn ich jetzt hier. Kann ja mal reingucken. Da und da. Nö, das funktioniert nicht, wie ich mir das gerade vorstelle. Ja, du kannst ja mal reingucken. Ich werde in der Zeit mal deine Axt nehmen. Mhm. Und ein bisschen Holz farmen noch. Und eventuell den Baum wieder neu pflanzen dann. Wobei, es wird schon wieder dunkel, ne? Oh, stimmt, ja. 10 Minuten vorbei. Ja. Ne, ich mache jetzt noch kurz was anderes. Mhm. Ein bisschen Kohle farmen. Ist zwar gerade ein bisschen gefährlich, was ich hier mache, aber... Uh-oh. Ja, weil ich halt gerade in der dunklen Höhle bin. Ah. Was wir uns dann später auch machen können, wenn wir eine unendliche Wasserquelle haben, ist eventuell irgendwann auch mal... ein bisschen, eine Angel machen. Ah, ich hab's herausgefunden, ja? Wie es funktioniert. Also, wie gesagt, du musst die Sachen gießen. Ich muss sie gießen, also brauchen wir dafür definitiv die, Und zwar gießt man es so, dass, du kennst es ja mit den Vorlagen, ne? Ja. Das wissen wir ja. Und die verbindest du dann mit deiner alten. Da, wo du auch das reparierst, ne, dann packst du einfach auch diesen Spitzhackenkopf dann rein, den Kupferkopf, und damit tust du die dann upgraden. Okay. Aber wir haben noch nichts zum Gießen, deswegen spielt das erstmal ein bisschen außer Ferne. Ja, aber normalerweise kann man auch hier diese, also es ging normalerweise immer, sagen wir es mal so, dass ich jetzt diese Spitzhacken-Schablone nehme und sie hier reinpacke und dann das Kupfer dazu packe und mir dann... Das geht aber nur mit Flint. Ah, das geht nur mit Flint. Gut, das ist dann natürlich doof. Das ist dann natürlich doof. Oder kann ich einfach hier... Pass mal auf. Nö, das geht leider nicht. Okay, dann Leute, haben wir jetzt ein Problem, weil jetzt kommen die Monster. Ah. Aber wir haben schon mal 3 Kupferbarren. Das ist doch schon mal was. Das ist ja gut, dann müssen wir auf jeden Fall abwarten, bis wir eine Smeltery haben. Was lieber erstmal bedeutet, dass wir... Bitte? Dann tu lieber erstmal dafür sorgen, dass deine Spitzhacke ein wenig besser wird. Ja, ich kann sie ja theoretisch schon upgraden. Glaube ich zumindest. Ich kann halt jetzt nichts abbauen gerade, weil ich kann nicht raus. Wo ist denn das Essen jetzt? Wo habe ich denn das Essen hingepackt? Da. Ich werde dann mal... Oh, hi! Hi, ihr Zombies, na? Ich werde dann mal... Ja, dann werde ich die Kupfererze mal nicht noch weiter schmelzen. Weil du ja in der Smeltery doppelt so viel rausbekommst. Das wissen wir ja schon. Das ist eine ganz normale Sache. Kann nicht für Werkzeuge verwendet werden, nur für Gussformen brauchbar. Gott, 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 Gott. Was könnten wir jetzt noch machen, Leute? Das ist jetzt die Frage. Wir könnten mal schauen, kann ich aus Kupfer denn zumindest schon mal einen Eimer machen oder sowas? Einen Kupfereimer? Nee, das kannst du aus Ton. Aus Ton kann ich das machen, genau. Stimmt. Dafür brauche ich halt erstmal Ton. Haben wir Strings? Leider nicht. Ah, dann hätten wir ein Sieb machen können. Ja. Deine Flint Pickaxe war die mit Glück, ne? Ja. Gut, dann packe ich mal die Pickaxes, die ich hier noch habe, hier drüben rein. Meine Pickaxe packe ich wieder auf die 2. Gut, dann werde ich jetzt mir den Holzhammer schnappen. Wo ist er denn? Ein bisschen kloppen. Ja, und werde noch ein bisschen Kies kloppen, Leute, in der Zeit. Leute, ich kann noch nicht, leider Gottes, auf eure Kommentare oder sowas eingehen.
liegt daran, dass die erste Folge zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht draußen ist. Mhm. Ich sollte allerdings nicht alles Kies, was wir haben, zu Sand verarbeiten. So nebenbei bemerkt. Mhm. Ja. Und der Holzhammer ist kaputt. Okay. Bevor er da ist. Kann man sich allerdings wieder einen neuen machen. Mhm. Wir haben jetzt übrigens über einen Stack Kies. Wir haben 34 Sand und wie viel Dust? Ne, wir haben sogar 49 Sand. Und wir haben 8 mal Dust. Dust bräuchten wir also noch ein bisschen. Mhm. Ich kann mir jetzt halt gerade keinen Hammer machen. Du hast gar kein Holz mehr da? Nee, ich habe jetzt kein Holz mehr da. Und es ist Nacht. Wir bräuchten echt mal langsam wenigstens ein Bett oder sowas. Ja. Schafe. Schafe wären so wichtig jetzt. Ja, das Ding ist ja, wir haben ja, also nicht wir, aber die anderen haben ja einen Seidenwurm. Ah. Da brauchen wir nur einen Baum. Wir haben ja einen Baum. Genau. Und der muss dann infiziert werden. Wollen wir das auch rausbekommen? Na, na du Zombie? Na? Soll ich dir mal die Tür aufmachen? Soll ich dir mal die Tür aufmachen? Na, soll ich dir mal die Tür aufmachen? Okay, Leute, schreibt es mir in die Kommentare. Soll ich dem Zombie die Tür auf? Nein, ihr habt für Nein abgestimmt. Wir lassen die Tür zu. Gut, aber wir brauchen hier. Ach, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich nehme jetzt mal ein bisschen von unserem Sand. Und werde etwas Glas machen. Damit wir ein bisschen Zombies beobachten können. So. Glas kann man später auch gießen. Mhm. Aber erstmal hier so, da haben wir zweimal Glas. Gibt auch noch ein bisschen XP. Und übrigens, Leute, denkt dran, wir sind auf der 1.7. Das Verzaubern hier ist noch recht beschissen. ich sag nur 30 Level bedeuten, du brauchst 30 Level. Ja. Und nicht nur 3. Gut, dann machen wir mal 6 Glas. Dann können wir 16 Glas Scheiben machen. Das war bei der 1.7, glaube ich, sogar noch so. Oh, ich glaub schon. Gut. Dann können wir hier vorne zumindest mal so eine kleine Front schon mal einrichten, dass man rausgucken kann. Dann sieht man auch eher, wann es Tag wird, wann es Nacht wird. Stimmt, das kann nicht schaden. Ja, wie gesagt, Leute, der Bunker wird später eh wieder abgebaut, sobald wir alle ein eigenes Haus haben, sowieso. Sagst du so. Jetzt? Später haben wir da so einen riesen Bunkerkomplex stehen. Ja, weil wir zu faul sind, was anderes zu bauen. So. Oh mein Gott. Sie sind überall. Ich frage mich, ob sie unsere Forschungsergebnisse ja, schönes Roleplay, wenn dir die Worte nicht einfallen, ne? Ich frage mich, ob sie unsere Forschungsergebnisse unsere Forschung überhaupt noch beeinflussen werden, diese Monster. Vor allem die, die es gibt. Draußen in diesem Ödland. Da gibt es einfach Zombies, die mit Donner um sich schießen können. Wir müssen natürlich jetzt erstmal kurz erklären, dass der Herr Moller mit mir über Headset verbunden ist, natürlich. Deswegen, er ist gerade in der unterirdischen Base eingebaut, deswegen haben wir ihn nicht gesehen. Hm. Zwinker, zwinker. Er ist auch ganz schön stickig hier. Ja, ne, es ist ganz schön stickig hier. Nee, der Herr Moller, der befindet sich gerade natürlich auf einer Reise, nicht auf diesem Server, wo er sich nicht einloggen muss, sondern einfach nur nichts aufnehmen muss. Nee, er ist einfach nur Co-Kommentator gerade, sozusagen. es wird langsam wieder hell auf dem Server und wir haben auch nur noch 2 Minuten Zeit. Ich sollte vielleicht aus dem F1 mal wieder rausgehen. Was ich aber machen könnte, damit wir ein bisschen, ja, so schon mal anfangen zumindest, habe ich noch ein bisschen Bruchstein hier in den Kisten. Da. Ach, ab Kies können wir ja einfach aus Bruchstein herstellen, ne? Ja gut, da haben wir auch noch Granit. Da kann ich hier schon mal anfangen, hier ein bisschen die Erde rauszukloppen und mit Stein zu ersetzen. Mhm. Ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Man kann nicht schaden. Sicherer. Und du hast wieder ein bisschen Erde.
die so nicht fehlen wird. Ja, da haben wir viel zu wenige. Also. Ja. Ja, das findest du ja auch so selten hier. Hm, ist ja nicht so, als wäre das gleich überall, aber ja. Nee, Erde. Puh. Gut, Leute, aber wenn ich so auf meine Aufnahmezeit gucke, muss ich sagen, es wird hell draußen. Und damit haben wir die 20-Minuten-Grenze auf jeden Fall rausgefunden. Sofern, wie gesagt, nichts weiter wieder an den Zeiten geändert wird. Ich packe jetzt alles noch in die Kisten hinein. Patz, 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 patz. Die Axt. Das Einzige, was ich jetzt noch dabei habe, ist mein Hab und Gut. Das ist meine Flint-Pickaxe. Ich hätte noch Stöcke sind noch da. Es ist noch Kohle da, die habe ich eben geholt. Ein bisschen Glas haben wir noch. Hä? Die Monster sind jetzt alle verbrannt. Gut, Leute, das muss ich jetzt noch fix machen. Ich bin ja noch nicht 20 Minuten auf dem Server, muss ich dazu sagen. Server? Ja, Server. Nee, jetzt will ich halt wenigstens noch die vier Zombie-Fleisch aufhängen, die ich hier habe. Mm. Und eins noch essen. Und zwei behalte ich einfach im Inventar. Wir haben ein bisschen was in unserem Bunker drin. Mm. Gut, Leute. Ah, ich muss mich aber. Leute, ich muss. Das muss. Deine heutige Aufnahmezeit ist aufgebraucht. Da ist die Meldung. Das heißt, ich stelle mich jetzt nochmal kurz in Sicherheit. Ich betone dies nochmal ausdrücklich, dass ich mich in Sicherheit auslogge. Und nicht irgendwo am Spawn. Ja, das war kein Seitenhieb. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Minecraft Ich hätte jetzt fast Mine Faction gesagt. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Minecraft Wasteland und schaut auf jeden Fall bei Moller vorbei. Ich weiß nicht, was er in seiner Folge machen wird oder gemacht hat. Schaut auf jeden Fall rein und beim nächsten Mal vielleicht auch mal wieder mit jemand auf dem Server auch drauf. Ja. Ja. Da haben wir die erste Woche fast schon rum, muss ich sagen. Von Wasteland. Den ersten Stream habt ihr auch schon gesehen. Den musste ich jetzt dann wahrscheinlich leider auf Mittwoch verschieben. Aber ja. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Und ciao. Und schaut in die Videobeschreibung. Und kauft mein Merch und abonniert meinen Scheißkanal. Genau. Und den von Moller auch. Ja. Schaut auf meinen Discord-Server vorbei. Folgt mir auf Twitter. Schaut mal auf Instagram. Da gibt's immer tolle Bilder von mir. Wie heute. Tschüss.